In den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Lehn wurde die Ausstellung From Trash to Treasure unter dem Motto Lieblingsstücke neu, wiederverwenden statt Ressourcen verschwenden eröffnet. Studierende, Klientinnen der Lebenshilfe, dem Verein Spektrum als auch Schülerinnen des Gymnasiums Seekirchen und die Stadtbevölkerung zeigen unter der Projektleitung von Elke Zobel, wie sie ihre Lieblingsgegenstände mit Hilfe von Upcycling wieder strahlen lassen. In dieser Ausstellung widmen wir uns ganz dem Thema der Wiederverwendung und des Upcyclings. Tatsache ist und auch der Hintergrund dieser Ausstellung, dass wenn alle Menschen einen Lebensstil führen würden, wie wir hier in Österreich, dann würden wir 3,7 Erden brauchen, um unseren Ressourcenverbrauch zu decken. Und gleichzeitig produzieren wir hier in Österreich eine halbe Tonne Haushaltsmüll pro Kopf. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, in dieser Ausstellung scheinbar Wertloses in wieder Wertvolles zu verwandeln. Ja, wir möchten die Menschen gern anregen, darüber nachzudenken, wie ein ressourcenschonender Umgang im Alltag auch stattfinden kann und wie wir auch dabei Spaß und Begeisterung haben können. Die Ausstellungsarchitektur, die wir hier heute sehen, ist in dem Projekt Co-Create, Co-Creating Change unter der Leitung von Katharina Anzengruber entwickelt worden. Die Ausstellung ist als Pop-up-Architektur geplant, das heißt, sie kann auch unterschiedlich zusammengesetzt werden und sie wird jetzt auch auf Reisen gehen, das heißt, sie wird in Salzburg an verschiedenen Orten zu sehen sein und bei Interesse können sich Menschen gerne bei uns melden. In dem Projekt Co-Create geht es darum, Bildungsangebote und auch einen mobilen Raum gemeinsam mit jungen Menschen zu entwickeln und dabei speziell auf die Themen Mobilität, Bauen und Wohnen zu fokussieren. Auch die ehrenamtliche Initiative Kindern eine Chance in Uganda war mit einem Stand präsent. Die Initiative setzt sich für die Förderung von Menschen, insbesondere Kindern und Jugendlichen im Land, ein. Zu sehen waren Handarbeiten der Einheimischen, welche sich mit dem Erlös mehr Möglichkeiten für ihre Zukunft erarbeiten. Für diesen Zweck wurden auch im Rahmen der Ausstellung Spenden für den Verein gesammelt. Um zu zeigen, wie einfach es ist, alte Gegenstände wieder wie neu aussehen zu lassen, wurde beispielsweise eine Tischdecke als Projekt herangezogen. Mögliche Flecken konnten dabei von Teilnehmerinnen vor Ort einfach überstickt werden. Stefanie Müller ist eine der Künstlerinnen, welche das Projekt mitgestaltet hat. Sie erklärt die Vision dahinter. In dem Projekt ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit Klaus die künstlerische Seite vom Reparieren zu betreuen. Also eigentlich die voll schöne Aufgabe. Ausgehend vom Handwerklichen darf es dann auch wirklich mal ein bisschen wir da werden. Und bei der Ausstellung ist uns wichtig, dass die Materialien zirkulär verwendet werden. Das heißt, was jetzt benutzt wird, wird wiederverwendet und ist so gebaut, dass du es auch in die Einzelteile zerlegen kannst und auch jede einzelne Schraube wieder weiterverwenden kannst. Was ich sehr toll finde, ist, dass vom Trash to Treasure von Beginn an eigentlich eine Zusammenarbeit war zwischen der Lebenshilfe Salzburg und zwischen der Uni und dann auch noch anderen Einrichtungen wie dem Jugendzentrum Spektrum oder auch dem Gymnasium in Seekirchen, also dass so viele beteiligt waren. Und auch so, dass du es nachvollziehen kannst, wie wurden denn die Dinge da repariert. Also so, dass du auch selbst, wenn du das jetzt betrachtest oder hörst, dann auch wieder was davon hast. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Upcycling und Nachhaltigkeit hat auch den Horizont der Studierenden erweitert. Uns ist das Thema Nachhaltigkeit und Upcycling sehr wichtig gewesen und es war total schön in Form von Videos, das alles mit einzufangen. Ich habe es super schön gefunden, nicht nur die Geschichten von den Menschen, die die Werkstätten besucht haben, sich anzuhören, sondern auch etwas persönlich mitzunehmen, nämlich wie wichtig es ist, nicht nur in einer Wegwerfgesellschaft zu leben, sondern auch alte Ressourcen neu wiederzufinden. Also ich werde zukünftig mehr darauf achten, wenn ich jetzt Sachen weggebe oder wegschmeißen möchte, wenn etwas kaputt ist. Deshalb einfach drüber nachdenken, vielleicht kann man es reparieren, vielleicht kann man es wieder verwenden. Eine weitere Besonderheit bildete diese interaktive Station. Das Ziel ist es, am Ende der Ausstellung eine bunte Wand voller Post-its mit ausgetauschten Informationen und Erfahrungen zu haben. Der Aspekt der Wegwerfgesellschaft spielt auch in dieser Ausstellung eine wichtige Rolle. Also im deutschsprachigen Raum, ich glaube, egal ob das jetzt Österreich, Deutschland oder die Schweiz ist, sind wir einfach Menschen, die
vergleichsweise viel haben und viel konsumieren und extrem viel verschwenden. Auch Klaus-Erika Dittel, der zweite Künstler in diesem Projekt, findet zusammenfassend klare, aber auch motivierende Worte zur Wichtigkeit der Auseinandersetzung. Das Thema Wiederverwendung oder Nachhaltigkeit ist natürlich ein zentrales Thema unserer Zeit, wenn man sieht, wie jetzt der Sommer aussieht. Irgendjemand hat das Wetter kaputt gemacht, nämlich wir, indem wir alles weggeworfen haben, die letzten Jahrzehnte und Hunderte von Jahren. Und dieses Schräubchen im Hirn zu drehen, zu sagen, ich schaue, ob ich was reparieren kann oder jemandem zu helfen beim Reparieren, das ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und er macht auch Spaß.